Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Frozen Wild. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den lieben Banditenanführer easy weggerackt. Und wir haben auch im Inventar jetzt was das. Nein, nicht meine Waffen, sondern meine Schatzkiste was dazu bekommen. Denn diese blaue Kiste hier, die Waffenkiste des Banditenanführers, die können wir einfach mal öffnen. Schmiedefeuer, das ist echt eine Waffe. Und Eichhörnchenhaut. Okay, danke. Kann ich die ausrüsten? Also, die kann ich jetzt einfach ausrüsten. Geil, ja gut. Wohin? Schleuder brauche ich, Präzisionsbogen. Ach Gott, machen wir hier mal her. Was ist das für eine Waffe? Ja, geil! Was ist das? Wir haben einfach einen Flammenwerfer! Ist das dein fucking Ernst? Wie geil ist das denn? Ich habe keine Munition mehr. Was laden wir da? Was kostet das? Wir brauchen dafür Lohe. Wir brauchen ziemlich viel Lohe. Was ist so wirklich Lohe? Das ist rein in der Theorie nur. Banuk-Bogen-Champion. Banuk-Sturmschleuder. Schmiedefeuer. Haben wir schon. Schlechter Bogen. Powerschussbogen. Oh, das ist eigentlich der Präzisionsbogen nur in krasser. Champion-Bogen. Ah, Mann. Den hätte ich gern, den schlechter Bogen. Krass einfach nur. Krass, krass, krass. Aber ich brauche Rohstoffe. Ich brauche Tunder. Hier. So viele. Sehr viele. Gib mir viele. Also. Passt. Ist okay. Nochmal rein aus Interesse Outfits. Oh. Was? Still Nora, Jägerin, Meisterin? Ne, ich hätte gern die hier. Karcher Feuerwaffenmeisterin. Warum C? 16 mal Blaukranz? War nicht mal was mit 10? Wir haben 7. Ja, gut. Ja, gut. Die hier kostet 10. Die hier kostet 18. Mann. Ja, gut. Das soll ich das mal. Ja. Das war's, mein lieber Händler. So. Wo müssen wir denn jetzt auf jeden. Wo müssen wir wirklich hin? Gehe nach Sangesgrund für den Verak. Haben wir denn jetzt schon genug Ansehen beim lieben Verak gehalten? Können wir jetzt wirklich schon zurück? Das ist eine scheiß Idee, Leon. Lass es einfach. Ich überlebe das bestimmt. Ich glaube an mich. Auch wenn sonst keiner tut. Was siehst du mal? Hab ich nicht gesagt. Ich hab doch gesagt, wir überleben das. Komm doch mal einmal mit. So, da müssen wir lang. Ist ein ziemlich weiter Weg. Ohne Scheiß, gibt's einen Teleport? Ich will nicht den ganzen Weg laufen. Ja, siehst du mal, es gibt einen Teleport. So, wollen wir uns mal hier hin teleportieren über das schöne Lagerfeuer? Denn man kann sich auch mal ein bisschen teleportieren. Oder wollen wir den ganzen Weg laufen? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein bisschen mehr durch die Landschaft laufen wollt und so weiter und uns die Landschaft angucken. Ich meine, wir laufen ja sowieso so viel durch die Landschaft und so weiter. Und wir sind den Weg schon einmal gelaufen, also von dem her. Ich habe das ja im alten Hauptspiel auch so gemacht. Einmal bin ich den Weg immer gelaufen und wenn ich dann öfters mal über diesen Weg, wenn ich öfters mal diesen Weg passieren muss, dann teleportiere ich mich auch einfach gerne mal. Denn wozu haben wir denn dieses goldene Schnellreisepaket damals gekauft? Was sind die? Das kostet 10.000 Gold oder so. Oder war das irgendwas anderes wert? Ich weiß nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich teuer und wir haben lange dafür gefahren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch wisst. So. Apropos warten, wir warten mal wieder auf den lieben Ladescreen. Deutlich schneller wie das letzte Mal. Finde ich gut. Ich finde auch lustig, dass ich immer noch Tipps bekomme, die man eigentlich am Anfang des Spiels bekommen sollte. Liebes Spiel, was soll das? Fange eine Reitmaschine oder nutze Schnellreisen, um Siedlungen oder Lagerfeuer zu kommen. Siedlungen und Lagerfeuer zu kommen. Das weiß ich. Das mache ich öfters. Mhm. So kannst du weiterreisen, beschleunigen. Ja, das ist mir bewusst. Räume verdorbene Zone. Ach, das verdorbene Zone gibt es nicht mehr. Die haben wir alle schon geräumt. Das ist aus dem Hauptspiel, verdammt. Warum nicht die Tipps vom Hauptspiel hier im DLC? Das ist unlogisch. So. Was mit dem Ladescreen? Das finde ich sehr schön. Das war's mit dem Ladescreen. Das finde ich sehr schön. Ladescreen? 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 Will wohl nicht, ne? Nein, ich cutte das nicht. So, da sind. Ist das der Verak? Du schlägst
Licht auch gut. Fordere Aratak heraus. Oh Gott, Mann, ich will nicht. Aber wir müssen es tun. Es ist. Was sie auch tun, sie tun es mit Leidenschaft. Diese Dinger, die unsere Jäger getötet haben. Also ich bin da, ne? Also was muss ich hier machen? Sind wohl schon zum Schnitt vorgedrungen. Ach, er muss dahinter, alles klar. Aratak, hi. Früher machte der Verrückte. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verag. Du? Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Sie ist viel bedeutender als das. Okay, du und Aratak. Klartext. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Die Herausforderung. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Wir müssen Maschinen jagen. Okay, ich dachte, das wird ein One-on-One. Schade. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banuk-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Ja, natürlich wollen wir das schon immer. Ich komme. Sollen sie doch. Ich habe einen Flammenwerfer. Was wollen sie denn jetzt? Kann ich mich irgendwo abseilen? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Das überlebe ich, komm. Ich bin OP. Sag ich einfach mal so dahin. So, ja gut. Ich bin positiv. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwarten wird, aber wir haben Flammenwerfer. Das sieht ein bisschen so aus, als hätten wir so einen Feuerkiefer hinten am Rücken. Genug im Schnee gespielt. Jetzt will ich einen richtigen Treffer sehen. Der hat mich gesehen. Ich will das testen. Wie geil ist das denn? Also ich habe keinen. Ich habe Zunder gekauft. Hä? Ich war dabei, ich hab Zunder ge... Hab ich das Falsche gekauft? Warte mal kurz. Munition.
Wir brauchen dafür Lohe und kein Zunder. Mann, das sieht so ähnlich aus. Okay, wir haben das falsch gekauft. Alles klar, jetzt haben wir das doch vorher. Ja gut, dann ist das wohl nutzlos. Ich kaufe trotzdem alles, was ich kann nach. Denn ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Dann werden wir wohl nach einer guten alten Bogenskill trumpfen müssen. Und nicht bloß einen Flammenwerfer. Oh Mann, ich will Lohe kaufen, sondern kein Zunder. Mann. Ich hoffe, man hält mir das nicht vor. Oder was ist da? So, 300 Meter haben wir noch. Mit den Maschinen, die wir auf diesem Weg hier treffen, die lassen wir einfach mal außen vor. Die können natürlich nicht hoch, sondern sind Teile. So, den Frostfinger müssen wir. Was sind denn die Frostfinger genau? Das ist doch in der Nähe hier vom Langhals, ne? Ich höre doch den Langhals sogar. Ja, ich höre den Langhals sogar. Ja, hi, Großer. So, müssen wir jetzt den Langhals jagen? Also im Spiel würde ich es durchaus zutrauen, dass wir den Langhals jagen müssen. Ich bin mega gespannt. Okay, die Frostfinger sollten dort oben sein. Warte, aktivieren. Kurz wärmen. Kurz so Schweinsbraten reingezimmert und jetzt geht's los. Den Schweinsbraten haben wir nicht gesehen, dass während der Black Screen reingezimmert ist. Ja, ihr wisst schon. So, ich bin da, Aratak. Das Battle kann stattfinden. Da muss ich da jetzt hoch. Okay, ich muss da hoch, alles klar. Die Frostfinger. Aratak und Urea müssen hier sein. Krieg ich hin. Keine Sorge. Rede mit Urea. Kriegen wir hin. Leute, ich bin da. Und die sieht mega episch aus. Mal kurz angemerkt, ne? Welche Maschine sollen wir hier haben? Hey, Leute. Fremde. Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Das mag sein. Ich bitte dich. Von Jäger zu Jäger. Tu es nicht. Aratak, wirst du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde. Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester. Dann sollten wir weitermachen. So sei es. Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde. Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen, zu streben. Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Verax stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen. Maschinen töten, Ballons senden. Okay. Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger. Kommt nur eins deiner Signale später als Arataks, siegt er. Du hattest deine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Los! Gut. Ich muss auf diesen Berg. Ja gut. Ja, ist okay. Es gibt eine Zeit, wie ich das hasse in diesem Game. Mann! Die Felsmalereien weisen den Weg. Felsmalereien weisen den Weg? Gott, ich claim bei hoch und fertig. Das ist ja mega assi. Obwohl, rein theoretisch flirten wir vielen Volksstämmen und so weiter so. Aber trotzdem ist es assi, okay, dass wir kein einziges Zeichen später steigen lassen dürfen. Das ist assi.
Aber ja, irgendwie macht's Sinn, aber trotzdem ist es assi hier. Mann! Ja, komm. Ey Leute, nach oben bitte, danke. Also ich ziehe keine Müdigkeit vortäuschen und so, ne? Also wir haben überhaupt keine Zeit hier zu verschwenden. Komm ich hier irgendwo hoch? Hier ist ein Zeichen, hier ist ein Zeichen, hier ist ein Zeichen. Hier sollte ich rein theoretisch hochkommen, ohne Scheiß. Spiel Arsch mit mir. Nicht heute. Hier komme ich ja tatsächlich nicht hoch. Ach, hier hoch. Sag mir das doch. Mann, Spiel! Ich bin nervös! Boah, das ist ja wie... Oh, shit! Ja, gut! Winter auf läuft gut! Es läuft mega gut! Schon, Aloy, die Zeit läuft. Natürlich läuft die Zeit, Aloy. Trotzdem. Ich hasse Balanceakte. Komm schon. Kriegen wir hin. Wir müssen echt gerade punkten. Ich weiß nicht, wie viele Fehler ich machen darf. So, hier hoch. Kriegen wir hin. Wir springen einfach im Vorsprung, das ist ganz easy. Links hoch, okay, rechts hoch ist auch okay. Ach, schon wieder so ein Balanceakte. Sind wir doch tot, wenn wir runterfahren. Scheint richtig zu sein. Scheint richtig zu sein, ey Leute. Ich bin Master, ich bin Pro. Das ist richtig. Hier rüber, dann nach links. Links, Alter. Hier auf den Vorsprung. Fast an der Spitze. Den da. Was muss ich hier legen? Also gut, Jägerin. Du musst die Herde dort ausschalten. Jede Maschine. Jede Maschine? Okay, das schaffe ich. Leg hin. Können Sie kommen? Kommt ihr heute noch? Ja, wenn man treffen würde, den da wirklich, ne? Ja, komm doch! Wir müssen uns einen scheiß Behälter treffen, verdammte Scheiße! Und? Ah, da stand ich, bin so weit weg. Komm her, komm her. Und schau. Okay, ich mach das mit der Sprengerpfeil, dass ich wesentlich besser laufen. Jetzt der Feuerpfeil hat fast gar nichts gemacht. Ja, das war sehr gut. Sehr schön. Nein, lass doch mal bitte. Tank. So, das war mit dir, Kumpel. Wächter, ist das ein fucking Ernst? Kriege ich hin? Hoffe ich. Ich glaube mal. Oh Gott. Ich hoffe, die 3 Minuten 30 sind nicht für alle drei Ballons. Ich hoffe, die sind nur für den ersten. Okay, dann mal los. Das haben wir ein irres Problem. Jetzt klettere hoch und starte den Ballon. Ja, ich bin doch schon unterwegs, Mann. Kein Hexe hier. Hetz mich nicht. Alter, da ist man noch tot, wenn man nach unten fällt. Was ist das hier für eine Prüfung? Okay, das ist eine Prüfung um Leben und Tod. Das geht ja um ziemlich krass viel, aber egal. So. Attack. Was sagst du jetzt? Na. Nummer 1 fliegt. Aratak weiß, was er tut. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Die Abseilsstelle zur nächsten Prüfung. Okay, das habe ich hingekriegt. Voraus, Jägerin. Hol sie dir. Ignoriere die anderen Maschinen. Ja gut. Boah, Leute. Da ich mal wieder auf die Zeit gucke und mal sehe, dass wir wieder mal wirklich ein bisschen überzogen haben, zeittechnisch. Ja, würde ich sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. In der nächsten Folge wird es prompt weitergehen mit der Action hier. Ich dachte wirklich, wir sind nicht so sicher. Wie schnell einfach die Zeit vergeht, wenn es Spaß macht. Das ist unglaublich. Ja, lasst euch eine kleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn, Leute. Ciao!